Vielen Dank, lieber Herr Solopow. Anders als meine Frau bin ich das erste Mal in Moskau. Und ich freue mich sehr, hier zu sein und zu Ihnen sprechen zu können. Mein erster Vortrag hat damit zu tun, wie das Sehen, der visuelle Eindruck bei Herodot bewertet wird und was er für eine Rolle spielt. Ich weiß jetzt nicht, haben Sie alle ein Handout bekommen? Ja? Gut. Alles klar, danke. Mit dem Sehen ist das so eine Sache. Wenn ein Nachbar oder Freund von einer Ferienreise nach Schottland zurückkäme, und Ihnen versichern würde, er habe mit eigenen Augen das Ungeheuer von Loch Ness gesehen. Würden Sie ihm glauben? Oder würden Sie eher annehmen, er wolle Sie auf den Arm nehmen? Und doch gibt es etwa seit den 1930er Jahren teilweise auch schon früher eine ganze Reihe solcher Sichtungen. Ähnlich steht es mit dem sagenhaften Yeti des Himalaya. Auch ihn wollen inzwischen eine ganze Reihe von Leuten gesehen haben. Und keineswegs nur solche, die man vielleicht von vornherein für Windbeutel halten würde. Schon in der Antike waren die Auffassungen, wie weit man sich auf das Sehen verlassen konnte, durchaus verschieden. Während sowohl die Stoiker als auch die Epikureer zu Sinneswahrnehmungen großes Vertrauen hatten, wiesen die Skeptiker ein solches Vertrauen rundheraus zurück. Und dies mit nachvollziehbaren Gründen. Meine folgenden Ausführungen gehen der Frage nach, wie wichtig Sehen für Herodot, den ersten großen Geschichtsschreiber der Antike, gewesen ist. Diese Frage ist schon deshalb von Interesse, weil, soweit ich sehe, kein anderer antiker Geschichtsschreiber so oft auf den Umstand eingeht, dass etwas gesehen wurde oder werden konnte oder auch nicht. In seinem programmatischen ersten Satz, das ist Text 1, bezeichnet Herodot sein Werk
bekanntlich als die Darlegung, Apodexis seiner Historie. Und dabei bedeutet Historie meistens die direkte mündliche Befragung von Personen. Historia означает в большинстве случаев результат устного расспрашивания о чем-либо. Wenn man jedoch längere Partien des Werkes liest, dann zeigt sich, dass eine solche Befragung bei weitem nicht die einzige Art und Weise der Informationsbeschaffung für Herodot darstellt. An einer wichtigen Stelle des zweiten Buches nennt er deshalb auch gleich drei Faktoren, die im Idealfall zusammenzunehmen sind, um so verlässlich wie möglich berichten zu können. Das ist Text Nummer 2. Und hier sagt er, bis hier sind die Vermittler von dem, was hier steht, mein Sehen, mein Denken und meine Befragung. Griechisch opsis te eme kai gnome kai historie. Ja. Von jetzt an aber werde ich ägyptische Logoi präsentieren. So wie ich sie hörte. Es ist aber bei ihnen auch noch ein Anteil meiner Opsis, meines Sehens. So, jetzt geht's auf die nächste Seite. Bereits vor Herodot hat der ionische Philosoph Heraklit die Ansicht vertreten, dass Augen verlässlichere Zeugen seien als Ohren. Und Herodot hat diesen Satz schon recht früh in seinem Werk nahezu wörtlich aufgegriffen. Das ist Text Nummer 4. Und zwar tut er das im Rahmen der berühmten Novelle von Gyges und Kandaules. In der Sehen in der Tat eine wichtige und sogar verhängnisvolle Rolle spielt. Bekanntlich möchte hier der lydische König Kandaules, dass sein treuer Leibwächter Gyges seine, also Kandaules Frau, nackt sieht. Weil nur dieser Augenschein, diese Opsis, ihn von der großen Schönheit der Frau werde überzeugen können. Только тогда он поверит, как
хороша собой жена Пандавы. Bekanntlich auch willigt Gyges nach einigem Sträuben in dieses Ansinnen ein. И как известно, Гигес после некоторых колебаний согласился на эту автопсию. Er lässt sich dann aber selbst beim Hinausgehen von Kandaules Frau sehen. Und dieses zweite Sehen ist noch, ja? Ist noch verhängnisvoller als das erste. Denn es genügt der Frau vollauf, um zu wissen, dass ihr Mann sie in unerträglicher Weise den Blicken eines Dritten preisgegeben hat. Und wie Sie wissen, kostet das eben den Kandaules das Leben. Diese Gyges-Geschichte stellt, etwas überspitzt formuliert, ja, eine pervertierte Extremform der Auffassung dar, dass nur eigener Augenschein, eigene Opsis, glaubwürdige Bestätigung eines, ja, eines zunächst eben vielleicht unglaublich erscheinenden Sachverhaltes bieten kann. An einigen Stellen, das ist jetzt Seite 4 oben, bedient sich Herodot selber solcher Opsis, um etwas, das zunächst unglaubwürdig erschien, zu verifizieren. Mehrfach zitiert er sein eigenes Sehen, um offenbar gegen Ungläubige die Auffassung zu bekräftigen, dass das ganz Unterägypten ein Schwemmland des Nils sei. In Text Nummer 6 auf Ihrem Handout sagt er, es sei für einen mit Verstand völlig klar, dass das Land, eben das Land Ägypten, ein Geschenk des Nils sei. Und bald darauf schildert er seine eigenen visuellen Eindrücke vom Niltal, die diese These bestätigen. Jetzt geht es ein bisschen runter. In den Kapiteln 43 bis 45 da geht es um die Unterscheidung eines ägyptischen Gottes Herakles von dem griechischen Helden des gleichen Namens. Und um in dieser Frage größere Klarheit zu gewinnen, hat Herodot nach eigenem Bekunden einiges unternommen, приложил некоторые
Und dies beschreibt er in Kapitel 44. Das ist Ihr Text 7a und B. Er sagt: Und da ich über diese Dinge etwas Genaues wissen wollte, von wo dies möglich war, fuhr ich zu Schiff auch nach Tyros in Phönizien. Da ich erfahren hatte, dass dort eine heilige Kultstätte existiert, des Herakles existiert. Und ich sah sie reich ausgestattet mit vielen anderen geweihten Bildwerken. Ich kam mit den Priestern des Gottes ins Gespräch. Und fragte sie, wie lange Zeit es her sei, dass ihr Heiligtum gebaut wurde. Und ich fand, dass auch diese nicht mit den Griechen übereinstimmen. Sie sagten nämlich, dass gleich bei der Gründung nach Tyros, von Tyros, auch das Heiligtum des Gottes errichtet worden sei. Und dass es 2300 Jahre seien, seitdem man Tyros bewohne. Und ich sah in Tyros auch noch ein anderes Herakles-Heiligtum mit dem Beinamen, es sei das des thasischen Herakles. Und ich gelangte auch zur Insel Thasos, auf der ich ein Herakles-Heiligtum fand, das die Phönizier errichtet hatten. Diese ganze Partie zeigt sehr gut, wie sich bei Herodots Bemühen, Genaueres herauszufinden, Opsis, Sehen und Historie, Fragen verbinden und gegenseitig ergänzen. Jetzt geht's auf der nächsten Seite. Herodot belässt es darüber hinaus an vielen Stellen auch nicht einfach bei einem Hinweis, sondern er sagt genauer, was er genau gesehen hat und was vielleicht auch nicht. Bei der Beschreibung der riesigen Weltstadt Babylon, widmet er viel Raum der Beschreibung des obersten Gottes Zeus Beloch, geweihten Tempelbezirks. Zeus Belos ist also gleich Marduk eigentlich. Zunächst beschreibt er den berühmten Turm zu Babel. Das wäre babylonisch die Zikkurat Etemenanki. Danach noch einen weiteren großen Tempel, wohl babylonisch Esagila. Im gleichen heiligen Bezirk.
Und dabei auch dessen kostbare Innenausstattung. Ferner zwei große Altäre außen davor. Und ebenfalls ein dort außen stehendes 12 Ellen hohes Standbild aus massivem Gold. Im Zusammenhang damit aber sagt er nun in Text 10a b auf Ihrem Blatt. Ich habe es nicht gesehen, sondern ich berichte das, was von den Chaldeiern, also der babylonischen Priesterschaft, erzählt wird. Da sich ja dieses Standbild außen vor dem Tempel im heiligen Bezirk befunden haben soll, muss man annehmen, dass Herodot zu diesem ganzen Bezirk keinen Zutritt hatte. Sondern für seine Kenntnisse von dessen Ausstattung auf die erwähnten Chaldäer angewiesen war, die er in dieser Partie noch zwei weitere Male als Gewährsleute zitiert. Jetzt, nächsten Seite. Ja. In seinem ägyptischen Logos kommt Herodot auf das vielleicht seltsamste Spezimen seiner ägyptischen Tierwelt zu sprechen. Herodot упоминает, один из самых удивительных видов животных из всех, каких идет речь в его сочинении. Die geflügelten Schlangen, die jedes Jahr an einem bestimmten Punkt von Arabien her nach Ägypten in Scharen einzufliegen versuchen, dann aber, bevor sie dem Land gefährlich werden können, rechtzeitig von Vögeln, von Ibissen zur Strecke gebracht werden. Und wieder steht hier vor der Opsis, vor dem Sehen, eine Historie. Das ist Text Nummer 11. Herodot hat von der Gegend gehört, in der diese Schlangen einfallen sollen. Herodot где-то услышал о том, где находится та земля, где явно, где, видимо, происходит нападение змей. Und besucht deshalb diese Gegend. Besucht sie davon? Um sich vor Ort ein Bild zu machen. Dabei bekommt er aber nicht die Schlangen selber zu Gesicht. Sondern nur ihre knöchernen Überreste. Schon wieder Knochen. Die von den Ägyptern in steinernen Behältnissen gesammelt wurden. Которые египтяне собирают в
Herodot beschreibt den Fundort ganz so, wie es ein Augenzeuge tun würde. И Геродот описывает эту местность так же, как сделал бы любой свидетель, любой человек, видевший ее своими глазами. Für alles andere jedoch, für die alljährliche Frühjahrsattacke dieser Schlangen und ihre Zurückschlagung durch die Ibisse, sagt er nur Logos Esti. Вот что касается всего остального, то есть, самого нападения, этих змей на Египет, которые весной происходят, и их битва с Ибисами, об этом он говорит только Logos Esti. Er unterscheidet also auch hier sehr sorgfältig zwischen dem, was er selber gesehen und was er nur gehört hat. Es ist bis heute ein Geheimnis, was diesen geflügelten Schlangen, wenn überhaupt etwas als Realität zugrunde gelegen haben könnte. Откуда взялась эта история о крылатых змеях и основана ли она вообще на какой-нибудь реальности? Doch kommt Herodot im dritten Buch в третьей книге Геродот bei seiner Darstellung von Arabien там, где речь идет об Аравии, sogar noch einmal auf diese Schlangen zurück. Und vermerkt noch einmal ausdrücklich, dass es diese Schlangen seien, die gegen Ägypten zu Felde ziehen. Man könnte daraus schließen, dass er ihnen doch Realität beimaß. Und nicht zuletzt deswegen, weil er so viele ihrer Überreste selbst gesehen zu haben glaubte. Nächste Seite. Ja, ja, da. Ähnlich differenzierend verfährt Herodot bei seinem Bericht über die Sehenswürdigkeiten der ägyptischen Stadt Buto. Той же осторожностью Геродот повествует о достопримечательностях египетского города Буто. Er hebt bei dieser Beschreibung unter den Dingen, die ihm sichtbar waren, als größtes Wunder einen Leto-Tempel hervor. Среди всех в этом описании среди всех достопримечательностей, которые он видел, как Тома Мэгистон, он выделяет храм Латоны. Einen Tempel, dessen vier Wände aus einem einzigen Stein gefertigt seien. Храм, который был якобы высечен из одного единого камня. Möglicherweise wäre dieses Wunder aber noch von der Insel Chemmis übertroffen worden. Впрочем, возможно, что это чудо, превосходит то, что он видел, превосходит чудо, которое представляет собой остров Хемис, die sich in einem See neben diesem Heiligtum befindet. Von dieser Insel behaupten die Ägypter nämlich, dass sie... dass sie nicht fest in ihrem See ruhe, sondern umherschwimmen. Плавает по озеру. Dazu aber gibt Herodot zu Protokoll, однако на это Геродот замечает, dass er selbst bei dieser Insel keine Bewegung habe feststellen können. Что он не видел, чтобы этот остров куда-то плыл. Und dass er auch grundsätzlich sein Erstaunen über die Behauptung festhalten müsse,
dass eine Insel schwimmen können soll. И что его вообще удивляет, это сообщение, будто бы остров может плавать. Hier stehen also die Faktoren Opsis und Gnome gegen Historie. То есть таким образом в этом тексте Opsis и Gnome, то есть увиденное и рациональное осмысление увиденного, противопоставлены истории. Nächste Seite. Der wichtigste und bemerkenswerteste, aber auch der problematischste Fall innerhalb dieser Kategorie von Berichten in denen Herodot zwischen Gesehenem und Nichtgesehenem unterscheidet, где Геродот снова проводит различие между тем, что он видел своими глазами, и тем, что не видел. Betrifft das sogenannte Labyrinth. Здесь речь идет о так называемом лабиринте. Einen wirklich riesigen Baukomplex mit 12 überdachten Höfen und 3000 Zimmern. Речь идет о огромном огромном строении, который включает в себя 12 крытых дворов и 3000 помещений. Den die sogenannten 12 Herrscher, die Dodekarchen, которые так называемые Додекархи, то есть 12 властителей, die vor dem Beginn der Saiten-Dynastie geherrscht haben sollen, которые якобы правили до воцарения династии Сайса. Als Erinnerungsmerkmal, Erinnerungsmal ihrer Regierungszeit hinterlassen hätten. Вот, якобы они построили этот лабиринт как памятник своего правления. In Buch 2, Kapitel 148, gibt Herodot eine anschauliche Beschreibung dieser gewaltigen Anlage. Die er als Logumezzo, als größer als Wortes beschreiben können, bezeichnet. Которое, согласно его определению, выше всякого описания, logum etiam. Von der aber im gleichen Satz unzweideutig behauptet, er habe sie gesehen. При этом в той же фразе он говорит без обиняков, что видел ее своими глазами. Wahrscheinlich soll damit angedeutet sein, видимо, имеется в виду, dass es hier der Opsis wirklich bedurfte, denn sonst hätte man dem Logos keinen Glauben schenken dürfen. Тут действительно необходимо Opsis, то есть необходимо увидеть своими глазами, иначе Logosу, то есть рассказу, невозможно поверить. Beim Fortgang der Beschreibung в дальнейшем описании präzisiert unser Autor наш автор уточнили, er habe nur die obere, das heißt die oberhalb der Erde liegende Hälfte des Baukomplexes gesehen. Denn der Zutritt zur darunterliegenden unterirdischen Hälfte sei ihm verwehrt gewesen. Weil sich dort die Grabstätten der Erbauerkönige und der heiligen Krokodile befinden. Das ist Text 16a. Und er fügt noch in Text 16b hinzu. So berichte ich über die im unteren Teil befindlichen Räumlichkeiten nur nach dem Hörensagen. Ich,
Das oben befindliche aber, es übersteigt menschliche Werke, sah ich selbst. Als ob der gewaltigen Wunder aber doch nicht genug seien, schickt sich Herodot gleich im nächsten Kapitel an, ein Thoma zu beschreiben, das das gerade vorgeführte Labyrinth noch übertrifft. Nämlich den sogenannten Meurissee gleich neben dem Labyrinth. Eine künstliche Anlage mit einem Umfang von 3600 Stadien und bis zu 50 Klaftern Tiefe. Wobei sich in dem See noch zwei Pyramiden befinden sollen. Die jede 50 Klafter über die Wasseroberfläche hinausragen. Und noch jeweils eine riesige steinerne Thronfigur tragen. Dies berichtet Herodot alles so, als habe er es selbst gesehen. Er vermerkt dann aber, dass ihm hier Schwierigkeiten bereitet habe. Dass er nirgends das bei der Ausschachtung doch notwendigerweise angefallene Abraummaterial habe entdecken können. Und deswegen habe er sich bei den Einheimischen danach erkundigt. Diese aber hätten ihm erzählt, man habe die angefallene Erde in den Nil gekippt und auf diese Weise entsorgt. Und Herodot schenkt dieser Erzählung Glauben, weil er von einem ähnlichen Vorgang gehört hat, der sich in der mesopotamischen Stadt Ninos, also Ninive, ereignet haben soll. Aber können wir uns ebenfalls mit solchen Erklärungen zufrieden geben? Können wir überhaupt glauben, was Herodot sowohl über das riesige Labyrinth und den angrenzenden, noch riesigeren, menschgemachten See erzählt? Auch wenn er mehrfach beteuert, er habe diese Dinge gesehen. Jetzt geht's hier unten weiter. Letzte Zeile. In neuerer Zeit sind wiederholt schwere Zweifel an diesen Beteuerungen geäußert worden.
сообщения вновь вызвали серьезные сомнения. Es gibt inzwischen sogar die These, существует также утверждение, dass die Hinweise auf Autopsie gar nicht wörtlich gemeint seien. Что все ссылки на аутопсию, то есть увиденное своими глазами, вообще не стоит понимать буквально. Sondern nur allgemein das Berichtete emphatisch unterstreichen solle. И что речь идет просто, просто о, что Геродот таким образом просто хотел лишний раз подчеркнуть то, о чем он говорит, то есть они имеют чисто эмфатическую функцию. Wenn dem wirklich so wäre, если, dann dürften wir allerdings keinen von Herodots Autopsie-Hinweisen für bare Münze nehmen. Если это действительно так, то это значит, что ни одно из сообщений Геродота, что он видел нечто своими глазами, мы не можем принять на чистую монету. Wir müssten uns von ihm geradezu an der Nase herumgeführt fühlen. Это значит, что Геродот просто-напросто будет нас за нос. Bevor diese Frage aber weiter erörtert werden kann, ist noch auf einige Beobachtungen hinzuweisen, die vielleicht zeigen können, dass Herodot selber Opsis wohl durchaus nicht als einfaches Beglaubigungsmittel aufgefasst haben dürfte. Значит, прежде чем мы рассмотрим предыдущий вопрос, следует сделать еще несколько наблюдений, которые, возможно, продемонстрировать, что сам Геродот, по крайней мере, приведет опсис как прием, как своего рода литературному приему. Использует опсис не как средство убеждения, не как способ придать своему рассказу вид более достоверный вид. Ebenfalls im Ägyptenbuch опять же, в египетском логосе findet sich eine Partie, значит, в египетском логосе есть отрывок, die gut zeigt, dass die Bedeutung von etwas, was man noch sehen kann, mehrere Interpretationsmöglichkeiten zulässt. Что всякое сообщение Геродота об аутопсии, то есть о том, что он видел своими глазами, может быть по-разному интерпретировано. Die nicht alle zugleich richtig sein können. И эти интерпретации между, между собой не тождественны, не все они верны. In Sais will Herodot nämlich hölzerne Skulpturen gesehen haben, die auf die Zeit des Königs Mykerinos zurückgeführt werden, которые якобы относятся к времени царя Микерина, nämlich die Nachbildung eines Rindes und insgesamt 20 unbekleidete große Frauengestalten. Die Rinderskulptur soll als Sarkophag für eine früh verstorbene Tochter des Mykerinos dienen. Für die Frauenskulpturen dagegen gibt Herodot zwei verschiedene Deutungen. Что касается женских фигур, Геродот тут предлагает несколько интерпретаций. Die saitischen Priester halten sie für Darstellungen der recht zahlreichen Nebenfrauen des Mykerinos. Вот, значит, saitские жрецы считают,
Stadt изображают, изображают наложниц Никеина. Andere dagegen другие, в свою очередь, sehen in ihnen Dienerinnen des königlichen Haushaltes. Утверждают, что эти сады представляют собой служанок в царском дворце. Die Tochter gegen ihren Willen dem Vater zum Inzest ausgeliefert hätten. Которые якобы выдали дочь отцу, желавшему вступить с ней в кровосмесительную связь. Und dafür von der Mutter mit dem Abhacken ihrer Hände bestraft worden sei. Isaeta якобы мать велела отсечь им руки. Denn auch jetzt noch, sagt Herodot, zeigten ihre Standbilder genau die Bestrafung, die sie als Lebende erlitten hätten. Эти безрукие статуи показывают то, что эти служанки претерпели при жизни. Das heißt, diese Standbilder hatten keine Hände. Это значит, что эти фигуры были без руки. Herodot weist aber gleich im Anschluss darauf hin, Herodot сразу оговаривается, dass er diese Deutung dank eigener Opsis für abwegig hält. Denn diese Opsis legt einen anderen Schluss nahe. Und das ist Text 17. Поскольку эта самая Opsis заставляет его предположить совершенно другое, это Text 17. Da sagt er nämlich, он говорит, wenn Sie dies jedoch behaupten, reden Sie meiner Meinung nach Unsinn. Утверждая это, они, по моему мнению, говорят ерунду. Nicht zuletzt auch in Hinsicht auf die Hände der Standbilder. И особенно в том, что, и не в последнюю очередь в том, что касается безруких стад. Denn was das angeht, so sah auch ich, поскольку я сам видел, dass ihnen infolge der Einwirkung der Zeit ihre Hände abgefallen sind. Что руки у них отвалились, просто отвалились. Die waren nämlich noch bis in meine Zeit vor ihren Füßen zu sehen. Поскольку еще в мое время они валялись рядом, прямо у них под ногами. Klar. Hier ja, gerne. Ja. Hier korrigiert also genaue eigene Opsis. То есть здесь аутопсия, собственное наблюдение Геродота. Den falschen помогает исправить ложное. Den falschen, obwohl auch angeblich auf Opsis beruhenden Logos früherer. Ложное, однако якобы тоже основанное на аутопсии более раннее сообщение. Und hilft, sich für die offenbar richtige oder richtigere Version zu entscheiden. In данном случае Opsis Геродота помогает, помогает выбрать между правильной и неправильной версией или скорее принять более правильную точку зрения. Jetzt machen wir einen großen Sprung auf Seite 15. Herodot rechnet aber nicht nur damit, dass eine Opsis falsch genau. Ja. Herodot rechnet aber nicht nur damit, dass man eine Opsis falsch deuten kann, sondern dass man sie auch geradezu fälschen kann. Геродот знает, что Opsis может быть не только неверно истолкована, но Opsis может быть также ложной, обманчивой. Um einen Betrachter zu unrichtigen Schlüssen zu verleiten. С той целью, чтобы
нарочно запутать наблюдателя и заставить прийти к неверному выводу. Jetzt geht's. Ein besonders böser Fall ist im dritten Buch zu finden. Особо неприятный случай такого рода обмана мы находим в третьем книге. Als Oroites, der persische Statthalter von Sardes, den den berühmten Tyrannen von Samos, Polykrates, aus dem Weg räumen will, denkt er sich ebenfalls eine optische Falle aus. Um ihn zu sich zu locken. Er schickt zu Polykrates einen Boten und lässt ihm ausrichten, er habe gehört, dass Polykrates große Eroberungspläne habe. Wofür er Geld brauche. Nun, er, Oroites, habe Geld. Das er gern mit ihm teilen wolle, wenn er bereit sei, ihn vor dem Zorn seines Königs Kambyses in Sicherheit zu bringen. Если тот согласится защитить его от гнева его повелителя Камбиза. Er dürfe auch gerne überprüfen, ob er auch wirklich so viel Geld habe. И, пожалуйста, Поликрат может проверить, действительно ли Арет так богат, как утверждает. Polykrates nimmt das Angebot an und schickt seinen Sekretär Maiandrios. Und dann passiert Folgendes, Text 20. Als Oroites erfahren hatte, dass der Prüfer zu erwarten sei, tat er Folgendes. Er ließ 8 Truhen mit Steinen füllen, bis auf einen ganz geringen Raum um die Oberkanten und dann oben auf die Steine Gold legen. Dann versiegelte er die Truhen und hielt sie bereit. Maiandrios aber kam und nahm sie in Augenschein und berichtete dann dem Polykrates. Der Betrug gelingt. Polykrates lässt sich von keiner Warnung seiner Seher, auch nicht durch einen Traum seiner Tochter, beirren. Er reist zu Oroites und wird von ihm ans Kreuz geschlagen. Auf diese Weise bringt eine auf Betrug angelegte Opsis einen der mächtigsten Potentaten der Ägäis zu Fall. Таким образом, эта ложная, обманчивая опсис приводит к падению одного из величайших владык, одного из величайших эгейских владык. Jetzt machen wir einen Sprung, dahin die Beispiele zeigen. Dieses Beispiel und andere können zeigen, dass Herodot sich offensichtlich im Klaren darüber war, dass das Verhältnis zwischen Opsis
und Realität oder Wahrheit ein durchaus komplexes ist. Herodot jasno понимал, что между сведениями, полученными благодаря Опсис, то есть благодаря увиденному своими глазами и реальности и правдой довольно сложные отношения. Nicht nur kann man aufgrund von sonstigen Informationsdefiziten aus durchaus richtigen Opseis falsche Schlüsse ziehen. Речь идет не только о том, что из-за недостатка информации правильные, сами по себе верные Opseis могут привести к что из правильных, самих по себе верных Opseis можно сделать ложные выводы. Man muss auch damit rechnen, нужно также принимать в расчет, dass solche Opseis von anderen aus bestimmten Absichten manipuliert sind. Dass такого рода Opseis, такого рода случаи аутоксии, могут быть подстроены, быть результатом манипуляции. Gibt es denn nun verlässliche Kriterien, die bei der Beurteilung von Opseis hilfreich sein könnten? Существуют ли критерии, как верно оценить это увиденное своими глазами? Soweit ich sehe, как мне представляется, bietet Herodot leider nirgends ein wirkliches Patentrezept an. Herodot nirgende не предлагает конкретного рецепта, как быть с такого рода случаями аутопсии. In einigen Fällen случаев, lassen sich Opseis mit Hilfe der beiden anderen von ihm einmal genannten Mittel zur Wahrheitsfindung, also Gnome und Historie, bewerten. In einigen случаях увиденное своими глазами, то есть Opseis, можно оценить посредством других посредством других выше названных критериев, а именно с помощью гномы и истории. In anderen Fällen kann man wohl wirklich erst, also wie der unglückliche Polykrates, erst nach dem Ende einer Ereignissequenz feststellen, ob man einer falschen Opsis aufgesessen ist oder nicht. In einigen Fällen, только уже по завершении можно понять, имел ли ты дело с ложной аутопсией или с истинной, то есть как в случае нашего несчастного Полиграфа. Trotz solcher doch recht beunruhigender Möglichkeiten, несмотря на это, lässt sich bei Herodot nirgends ein tiefgreifendes Misstrauen im Sinne späterer skeptischer Philosophen bemerken. И несмотря на все трудности, сопровождающие эту концепцию аутопсии, у Геродота нигде нету следов глубокого недоверия к самой практике аутопсии. Im Gegenteil. Напротив. Er akzeptiert sogar zwei Kategorien von Opseis, die uns heute sicher Schwierigkeiten bereiten. Напротив, мы находим у него два типа аутопсии, которые у современного читателя, возможно, вызовут вопросы. Zum einen das Sehen von Wunderzeichen. Значит, в первом случае речь идет об увиденном своими глазами чудесном знамении. Griechisch terata, die Römer würden von Prodigien sprechen. По-гречески terata, по-латински prodigien. Und zum anderen das Sehen von Traumbildern. А к
Обсис второго типа относится увиденные, ну, условно говоря, своими глазами, увиденные вещи и сны. Denn auch die heißen bei Herodot regelmäßig Obsis. И в Геродот тоже часто обозначает термином Obsis. Ein Beispiel für ein Terras, für ein Wunderzeichen. Один пример такого рода Terras, то есть чудесного знамения. Ein solches Wunder widerfährt den Hippokrates, dem Vater des athenischen Tyrannen Peisistratos in Olympia. Гиппократом, то есть отцом афинского тирана Пизистрата в Олимпии. Als er dort ein Opfer darbringt, когда он приносил там жертву, beginnen seine mit Fleisch und Wasser gefüllten Kessel auf einmal zu kochen und überzulaufen. Кипятком и кусками мяса котлы начинают вдруг сами по себе начали кипеть, и кипящая вода побежала ей через край. Und zwar ohne, dass er dazu Feuer gemacht hätte. И при этом он еще не успел зажечь под ним огни. Dies sieht kein geringerer als Chilon von Sparta. Это увидел, в свою очередь, не кто-нибудь, а сам Хилон из Спарты, der später zu den berühmten sieben Weisen gerechnet werden которого, wird. Который потом стал одним из семи мудрецов. Und er rät dem Hippokrates, советует Гиппократу, er solle alles tun, um keinen leiblichen Sohn zu bekommen. Дает Гиппократу странный совет, ему необходимо всеми силами стараться ни в коем случае не родить сына. Hippokrates aber geht auf dieses Ansinnen begreiflicherweise nicht ein. Гиппократ, ясное дело, не послушался. Und wenig später wird ihm Peisistratos geboren und der Rest ist Geschichte. И немного спустя у него родился сын Пизистрат. And the rest is history. Ja, jetzt geht es hier unten weiter. Also besprungen im Zusammenhang. Im Zusammenhang mit dem angeblichen Angriff einer persischen Heeresabteilung auf das Orakelheiligtum von Delphi. Нападение части персидского войска, которое якобы было совершено именно на Дельфийское святилище. Während des Xerxes-Zuges. Это во время похода Ксеркса. Weiß Herodot gleich von drei Terrata, Wunderzeichen, zu berichten. Во время этого похода, согласно Геродоту, произошло якобы целых три такого рода Terrata, то есть чудесных знамений. Die den Beteiligten während dieses Überfalls erschienen seien. Das sind die Texte 24a und b. Zuerst habe ein Orakelpriester, der Prophetes Akeratos, сначала жрец при оракуле, то есть профетес Ахерат. Heilige Waffen, die normalerweise im Tempel aufbewahrt wurden und die keines Menschen Hand berühren durfte, auf einmal vor dem Tempel liegen gesehen. Вот Ахерат якобы увидел священное оружие, которое не смел касаться ни один смертный. Он увидел его лежащим прямо перед храмом. Zweitens, hätten sich als die Perser bereits im Heiligtum der Athena Pronaia standen, значит, во-вторых, когда персы уже были в самом храме Афины Пронеи, vom Parnass zwei riesige Felsspitzen gelöst, в этот момент, когда персы уже находились в храме, якобы от Парнаса откололись два огромных куска скалы. Seien zu Tal gerollt und hätten viele der Perser getötet. Они скатились вниз в долину и
Und diese Felsblöcke seien im Heiligtum immer noch an der Stelle zu sehen, bis zu der sie gerollt seien. Und drittens, hätten die Perser, die sich von diesen Vorkommnissen erschreckt, zur Flucht gewandt hatten, sich auch noch von zwei Hopliten übermenschlicher Größe verfolgt gesehen, die die Delfer dann als ihre Lokalheroen Phylakos und Autonoos identifizieren. Das ist ein beeindruckendes Arsenal an Wundern, die von verschiedenen Zeugen gesehen und zum Teil immer noch, das heißt, als Herodot in Delphi war, offenbar zu sehen waren, die Steinblöcke. Leider ändern alle diese Wunder nichts daran, dass der persische Angriff auf Delphi sehr wahrscheinlich eine Fiktion ist. Erfunden aber nicht von Herodot, sondern höchstwahrscheinlich von den delphischen Priestern selbst. Die auf diese Weise vielleicht vergessen machen wollten, dass Delphi vor dem Beginn der Perser-Invasion höchst defätistische Orakel ausgegeben hatte. Delphi еще до вторжения персов вечно выдавала оракулы пораженческого толка. Also wohl mit einem persischen Sieg gerechnet hat. То есть, очевидно, они явно рассчитывали на победу персов. Herodot jedenfalls hat die Geschichte vom Perserangriff auf Delphi offensichtlich geglaubt. Herodot при этом очевидно считал эту историю о нападении персов на Дельфы правдоподобной. Und dazu könnten sowohl die ihm vermittelten Augenzeugenberichte beigetragen haben, als auch die großen Felsen, die er selber noch im Pronaia-Heiligtum sah. Тут ему на помощь могли прийти и якобы свидетельства очевидцев, ну и обломки, которые он видел перед храмом Афины в храме. Jetzt springen wir auf die nächste Seite, 19 auf alle. Alle solchen von Herodot als gesehen berichteten Terrata kündigen etwas an, was später, meistens schon sehr bald, Wirklichkeit wird. Und alle diese Opses erweisen so ihre Gültigkeit, ihre Wahrheit. Und dies gilt auch für die zweite Opses-Kategorie, die ich für uns als eher problematisch bezeichnet habe, die Traumgesichte.
тоже касается второй категории, увиденного своими глазами, а именно чудесные явления во сне. Diese sind in Herodots Werk sogar noch zahlreicher als die Terrata. Und deswegen muss ich mich hier auf ganz wenige Beispiele beschränken. Der letzte Mederkönig Astyages. Das ist hier. Der letzte Mederkönig Astyages hat einen Traum. Seine eigene Tochter Mandane überschwemme mit ihrem Urin seine Hauptstadt und dein ganzes Reich. Da er Angst davor hat, was dieser Traum vorauszusagen scheint, nämlich, dass er seine Herrschaft an einen Spross seiner Tochter verlieren wird. Gibt er seine Tochter dem Angehörigen des damals den Medern untertänigen Volkes der Perser zur Frau. Und provoziert gerade dadurch die Ablösung der Mederherrschaft durch die Perserherrschaft dank Mandanes Sohn Kyros. Jetzt einen kleinen Sprung auf das nächste. So wie Kyros auf diese Weise als künftiger Herrscher von Asien angekündigt wurde, sieht er selber, kurz zu seinem eigenen Ende, in einem Traum Dareios, den Sohn seines Verwandten Hystaspes, als künftigen Perserkönig verheißen. Сам Кир незадолго до смерти увидел во сне Дария, сына своего родственника Гистаспа, увидел во сне, что и Дарий станет царем персидским. Kyros vermutet daraufhin einen Komplott gegen sich. Поэтому Кир решил, что против него готовится заговор. Lässt deshalb Dareios Vater zu sich kommen und befiehlt ihm, seinen Sohn in Gewahrsam zu nehmen, bis er ihn verhören kann. Auch hier aber wird der Traum in Erfüllung gehen. Denn Kyros fällt bald darauf in der Schlacht gegen die Massageten. Und Dareios wird nach dem Kyros-Sohn Kambyses und dem Intermezzo des falschen Smerdis den persischen Thron besteigen. Und Dareios wird nach dem Kyros-Sohn Kambyses und dem Intermezzo des falschen в виде лжесмертиса. Так вот, Дарий после всего этого действительно становится персидским царем. Jetzt geht's hier weiter. Die größte Rolle spielen Träume aber im Werk des Herodot zu Beginn des siebten Buches. Огромную, очень важную роль сны играют у Геродота, в особенно в начале 7.
wo es um den Entschluss des Xerxes geht, Griechenland anzugreifen. Und mit diesem Krieg die Niederlage seines Vaters Dareios bei Marathon zu rächen. In einer ausführlich geschilderten Beratung setzt sich zunächst Xerxes mit seiner Befürwortung dieses Krieges durch. In der folgenden Nacht aber kommt er doch noch zu der Einsicht, dass das Unternehmen besser abgeblasen werden sollte. Und jetzt kommt Text 26a. Da er sich aber in dieser Weise anders entschlossen hatte, schlief er ein. Und da sah er offenbar in der Nacht einen Traum folgender Art, wie von den Persern erzählt wird. Xerxes schien es, als träte ein großer Mann von schöner Gestalt auf ihn zu und sagte, so bist du dabei, umzudenken, Perser. Kein Heer und kein Heer gegen Griechenland zu führen, nachdem du den Persern bereits angekündigt hast, ein Heer zu sammeln. Nun, weder tust du gut daran, umzudenken, noch ist hier einer, er meint sich selber, der dir darin beipflichten wird, sondern geh den von den Wegen, wie du dich am Tag zu handeln entschlossest. Так что теперь перед тобой стоит тот, кто перед тобой стоит тот, кто повелевает тебе пойти выбрать тот путь, который ты Trotzdem verkündet Xerxes am folgenden Tag, dass er seinen Entschluss geändert hat. Und jetzt geht es bei Herodot weiter. Als es aber wieder Nacht geworden war, trat das gleiche Traumgesicht an den eingeschlafenen Xerxes heran und sagte, Sohn des Dareios, so hast du also offensichtlich vor den Persern den Feldzug abgesagt. Und meine Worte für nichts erachtet,
als hättest du sie von einem Niemand gehört. Wisse daher Folgendes gut. Wenn du nicht auf der Stelle zu Felde ziehst, dann wird dir daraus dies erwachsen. So groß und bedeutend du in kurzer Zeit geworden bist, so gering wirst du bald und sehr schnell wieder sein. Durch diese zweite Traumerscheinung sehr beunruhigt, Text 26b. Lesk sagt es noch in der gleichen Nacht seinen Onkel Artabanos, der schon am Tag zuvor von dem Krieg abgeraten hatte, zu sich kommen. Berichtet ihm von den bedrohlichen Träumen. Und bittet ihn für eine eventuelle weitere Traumerscheinung, seinen, also des Königs, Platz einzunehmen. Und dazu soll sich Artabanos im vollen Königsornat zunächst auf Xerxes Thron setzen. Und dann noch in seinem Bett schlafen. Artabanos versucht, ihm gut zuzureden und ihm auch den Traum auszureden. Er sagt, diese Träume seien lediglich dadurch entstanden, dass sich Xerxes so intensiv am Tag mit den Kriegsplänen gegen Griechenland beschäftigt habe. Und diese Träume hätten keine weitere Bedeutung. Er erklärt sich dann aber doch bereit, auf die Bitte des Xerxes einzugehen. Legt Xerxes königliche Gewänder an, setzt sich auf seinen Thron und legt sich danach in seinem Bett schlafen und das Traumgesicht kommt tatsächlich. Und Herodot erzählt weiter, nachdem es an das Kopfende des Artabanos hingetreten war, sagte es Folgendes. Und dann erzählt,
когда он встал у изголовья Артабана. Du also bist jener, der Xerxes davon abbringen möchte, gegen Griechenland zu Felde zu ziehen. Так вот, явившийся во сне сказал, ты тот самый, кто пытается отговорить Ксеркса от похода на Грецию. So, als ob du dir um ihn Sorgen machtest. Будто бы тебе есть до него дело. Aber weder für später noch für jetzt wirst du etwas davon haben. Davon nämlich, dass du das, was doch geschehen muss, abzuwenden versuchst. От того, что ты пытаешься противиться тому, что неизбежно должно произойти. Was Xerxes aber erleiden muss, wenn nicht gehorcht, ist ihm bereits selbst offenbart. А то, что случится с Ксерксом, если он не подчинится, он знает и сам. Das also, so glaubte Artabanos, drohte das Traumbild. Artaban решил, что это явившийся во сне призрак. Und war im Begriff, ihm mit heißen Eisen die Augen auszubrennen. Так вот, Артабану показалось во сне, что этот призрак пытается выжечь ему глаза каленым железом. Alles Herodots Schilderung. Durch dieses Schreckbild nun ändert Artabanos seine Meinung völlig. Text 26.10. Er eilt zu Xerxes und spricht sich nun auch selbst für den Kriegsbeschluss aus. Da es sich ja offenbar um etwas von einem Gott Gesandtes handele. Das Traumbild hat freilich nicht verkündet, dass die Perser in diesem Krieg siegen werden. Однако, призрак, явившийся во сне, не говорил, что персы непременно победят в этой войне. Und einen dritten Traum, den Xerxes bald darauf hat, Text 26d. Und indem er sich selber einen Kranz aus Olivenzweigen tragen sieht, в котором он видит, как сам он, как, в котором он видит самого его себя с венцом из оливковых ветвей на голове. Der zunächst über die ganze Erde hin zu wuchern scheint, dann aber von Xerxes Kopf verschwindet, который затем исчезает с головы Ксеркса, dann aber von Xerxes Kopf verschwindet, könnte man sehr, diesen Traum könnte man sehr wohl dahingehend auslegen, dass es mit Xerxes Eroberungsplänen nichts werden wird. Из этого можно заключить, что из этого сна можно заключить, что из что завоевательные планы Ксеркса плохо кончатся. Doch entscheiden sich die königlichen Traumdeuter hier für eine mehr den König erfreuende Auslegung. Nur царские толкователи снов предлагают более оптимистичное толкование. Was lässt sich nun diesem Überblick für Herodots Vorstellung von Opsis entnehmen? Sie haben es bald geschafft. Значит, и какие выводы можно сделать на основании вышеприведенных примеров об геродотовском представлении о том, что такое аутопсия или опсис? Alle Traumgesichter des Werkes zeigen etwas an.
was später tatsächlich auf die eine oder andere Weise eintritt und sich nicht abwenden lässt. Und gerade die Beispiele vom Anfang des siebten Buches scheinen anzudeuten, dass Herodot solchen Träumen eine geradezu objektive Kraft zuzuschreiben bereit ist. Denn hier erscheint die gleiche Traumgestalt zwei verschiedenen Menschen. Die auch sehr verschiedene Einstellungen haben. Auch bei den vorher geschilderten Wunder-Obseis ist kein Zweifel Herodots an der Realität dieser visuellen Erlebnisse erkennbar. Геродот совершенно явно нисколько не сомневается в реальности такого рода увиденных своими глазами чудес. Bei den übrigen von ihm selbst erlebten oder von anderen berichteten Obseis, что касается прочих Obseis, которые доступны были ему самому или о которых сообщали ему другие, unterscheidet er zum Teil sehr sorgfältig, was gesehen wurde und was nicht. Er meldet auch gelegentlich Zweifel oder Kritik an der Deutung von Obseis an, die andere vorgeschlagen haben. Кроме того, он часто сомневается или критикует те толкования, увиденного своими глазами, которые предлагают другие. Und erkennt Fälle, wo betrügerische Obseis bewusst erzeugt wurden, um Menschen zu täuschen. И, конечно, он приводит несколько случаев, когда специально с определенной целью обмануть зрителю предлагались ложные, фальшивые Obseis. Ein Fall aber tritt bei ihm, soweit ich sehe, nie auf. Однако в этом перечне отсутствует, насколько я понимаю, один единственный случай. Dass jemand oder gar er selber etwas gesehen hat, чтобы кто-то или даже сам Геродот что-то видел, oder sagt, dass er was gesehen hat. Und dass sich dann hinterher herausstellt, dass dies gar nicht der Fall war. Das heißt, dass die betreffenden Beobachter eben diese Obseis erschwindelt hätten. Или вообще кто угодно откровенно лгали бы относительно того, что они якобы видели в своих глазах. Gerade diesen Fall aber unterstellen neuere Kritiker Herodot selber. При этом современные критики упрекают именно за это самого Геродота. Bei einigen Obseis im Ägypter- oder Skythenland. В том, что касается некоторых его аутопсии в Египте или в стране скифов. Obseis, die so außerordentlich erscheinen, dass sie meinen, er könne sie nicht gesehen haben. Которые кажутся современным комментаторам столь невероятными.
Wir geraten hier столь невероятными, что Геродот, по их мнению, просто не мог видеть своими глазами ничего подобного. Wir geraten hier in ein ziemlich großes Dilemma. Das ist meine abschließende Überlegung. То есть таким образом перед нами мы находимся в двойственном положении. Unserem Nachbarn würden wir ja vielleicht durchaus zutrauen, dass er, um sich einen kleinen Scherz zu erlauben, uns vorschwindelt, er habe Nessie oder den Yeti mit eigenen Augen gesehen. То есть, если речь идет о нашем соседе, который рассказывает нам о лохнесском чудовище или Йети, мы бы наверняка решили, что он просто шутит. Aber sollen wir dies auch bei einem Historiker annehmen, der uns in seinem allerersten Satz die Darlegung seiner Erforschung ankündigt? При этом, неужели то же самое мы должны предположить об ученом историке, который в первой главе своей книги прямо говорит, что продемонстрирует нам то, что он сам видел? Und der durch das ganze Werk hindurch ein seriöses und stimmiges Instrumentarium von Opsis, Gnome und Historie anwendet. Довольно строгий инструментарий, состоящий из Opsis, Historie и Gnome. Das zu dieser Ankündigung hervorragend passt. Trotz aller Schwierigkeiten, die sich bei einigen unserer Fälle ergeben, möchte ich deshalb dafür plädieren, Herodot nicht leichthin die Fiktion von Opsis zuzutrauen. Herodot selbst würde uns sicher konzidieren, dass er auch selber Opsis falsch gedeutet haben könnte. Herodot наверняка согласился бы с нами, что некоторые, что кое-что из того, что он якобы увидел своими глазами, он, возможно, неправильно понял или ложно интерпретировал. Dass er aber die Evidenz von eigenem Augenschein, auf die so viele Stellen seines Werkes bauen, mutwillig missbraucht hätte, что он намеренно фальсифицировал отдельные свидетельства в своей книге. Das müsste ihm meines Erachtens erst noch zweifelsfrei nachgewiesen werden. Так вот, тут никаких сомнений, нет никаких сомнений, что в его случае речь о фальсификации, увиденного собственными глазами, или опсис, не идет. Большое спасибо за ваше внимание. Und für Ihre Geduld. Ich glaube, wir lassen den zweiten Vortrag. Ich habe noch Fragen vielleicht zu geben. Поэтому я предлагаю задать вопросы, потому что лекция была чрезвычайно важной и носила фундаментальный характер, касаясь, в общем-то, такой важной вещи, как степень достоверности сообщаемого нашими греческими и латинскими авторами. Пожалуйста, какие будут вопросы? Спасибо.
dass sie doch zwar keine Reputation von Herodot bei den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten führen wir so oft über Herodot Lugner. Ja. Ja. Und dann also wissen wir überhaupt nicht, was wir mit unseren Skripten zu machen haben. Ja. Und also, das ist wirklich sehr tiefe Analyse von verschiedenen Opses, die dann erlauben uns, in jeder Stelle, in der Fall, also wirklich uns näher zu Verständnis, was wir hier haben. Das ist wirklich sehr schön. Wurde das schon veröffentlicht? Nein. Soll Teil eines Buches werden. Aber das Buch wird noch ein bisschen dauern für mich. Ich kann versuchen, eine kurze Inhaltsangabe meines zweiten Vortrags zu geben, denn da gehe ich darauf ein. Wäre ich darauf eingegangen, gewissermaßen. Also das wichtigste Argument, ja, natürlich. Привести те аргументы, которые в последнее время приводятся, так сказать, против Геродота, и, точнее, не против Геродота, а аргументы достоверности его сообщений. Also der wichtigste Kritiker in den letzten Jahrzehnten war sicher auch ein Landsmann von mir, nämlich Detlef Fehling. Dessen Buch über die Quellenangaben bei Herodot wurde ins Englische übersetzt und hat seitdem sich wie eine Seuche über die Welt verbreitet. Und Fehlings wichtigste These ist, dass Herodot eigentlich seine Quellenangaben alle, dass die nicht eine Tatsache widerspiegeln. Sondern dass sie eben erfunden sind von ihm. Und das ist eine zu pauschale Verurteilung. Und ich hätte Ihnen sonst an drei Geschichten zu zeigen versucht, dass man... Ja. Dass man innerhalb dieser Geschichten Widersprüche findet. Oder Dinge, die nicht aufgehen zusammen. Und das lässt mich vermuten, dass diese Geschichte nicht einheitlich erfunden worden ist. Sondern dass Herodot verschiedene Traditionen gesammelt hat zu diesen Geschichten. Und versucht hat, eben diese Tradition, so gut es geht, in einer Geschichte zu vereinigen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel etwa, wie er das Ende des großen Siegers von Marathon Miltiades darstellt. Das ist am Ende des sechsten Buches. Und dort kann man, glaube ich, zeigen, das hätte ich versucht. Und,
wie Traditionen aus Delphi und aus Athen zusammenkommen. Ein weiteres Beispiel wäre die Darstellung des Königs Dareios von Persien, der ein sehr ambivalentes Bild hat. Vor allem bei der Darstellung, wie er zur Macht kommt. Gibt es, um nur ein kleines Beispiel zu nennen, auf der einen Seite die Geschichte, er habe manipuliert, nämlich das Pferd, das das wiehern sollte, damit er als König durch das Wiehern bezeichnet wird. Ja, ja, ja. Насколько как вы помните, он договорился с другими претендентами на трон, что царем станет тот, чья лошадь зажжет первый, и тут Дарий прибег к, ну, в общем, жульничеству. Denn dazu wendet sein Pferdeknecht Eubaris einen Trick an. Потому что для, чтобы это осуществилось, его конюх damit das Pferd genau bei Sonnenaufgang auch wiehert. Das ist die eine Seite der Geschichte. Die andere aber ist, dass gleich nach dem Wiehern vom Himmel ein Blitz und dann Donner ertönen. Und das konnte Dareios nicht manipulieren. Also haben wir gewissermaßen zwei Traditionen. Die eine sagt, er hat manipuliert, die andere sagt, nein, es kommt von oben. Und die dritte Geschichte, das wäre etwas länger, aber ich mache es ganz kurz. Ist die Geschichte von König Kreusos im ersten Buch. Auch da kann man zeigen, dass es verschiedene Erzähltraditionen gibt, die zusammen von Herodot zusammengebracht worden sind. Eine, nämlich eine, die offenbar aus, Entschuldigung, aus Delphi kommt wieder. Und eine andere, die mit dem athenischen Staatsmann Solon zu tun hat. Und die beiden kommen sehr, sehr schön an der Stelle zusammen, wo Kreusos auf dem Scheiterhaufen steht. Auf den der König Kyros gesetzt hat, gestellt hat, um ihn doch zu verbrennen. Und dann kommt es so, dass Kreusos auf einmal stöhnt, Solon, Solon, Solon. Das wundert den Kyros und er schickt Diener, die Kreusos fragen, warum er das gesagt habe. Und dann erzählt ihm Kreusos die Geschichte, dass ihn Solon einmal gewarnt habe. Und daraufhin hat Kyros ein Einsehen und möchte ihn nicht mehr verbrennen. Leider wurde der Scheiterhaufen aber schon angezündet.
und man bekommt das Feuer nicht mehr gelöscht. Daraufhin erhebt Kreuzer seine Hände zum Himmel und ruft den Gott an, und der Gott sendet einen großen Regenschauer. Und das Feuer wird gelöscht. Also Kreuzers wird hier zweimal gerettet eigentlich. Und ich glaube, dass es eben ursprünglich zwei verschiedene Geschichten waren, die jeder von einer Rettung des Kreuzers erzählen. Und Herodot hat beide erfahren. Und er fand beide so schön, dass er auf keine verzichten wollte. Und er hat sie dann so verbunden, dass es so gerade geht. Aber es knirscht. Und das Interessante ist eben, dass genau an der Stelle, wo die eine Geschichte zur anderen wechselt, da gibt es eine Quellenangabe. Und da heißt es, hier aber wird von den Lydern erzählt. Und diese Geschichte, die mit einer Rettung des Königs durch Apollo zusammenhängt, den Gott, der den Regen sendet, geht ziemlich sicher auf Delphi zurück. Und deswegen glaube ich, dass hier die Lyder-Quellenangabe erfunden ist, aber nicht von Herodot, sondern von Delphi. Also nur, das sind nur Beispiele, um Ihnen kurz zu demonstrieren. Ich glaube, dass viele Quellenangaben bei Herodot fingiert sind. Aber nicht von Herodot, sondern bereits in den Traditionen, die er aufgenommen hat. Und das könnte man sicher noch weiter zeigen, aber das mag für hier genügen. Aber wenn Sie noch Fragen haben. Так вы за Геродота или против Геродота? Сегодня я имею в виду не стык, сердце, там еще что-то. Ich bin für Herodot. Natürlich. За. Хорошо. Да, простой. Да, ну, я хотел сказать, что на самом деле тема, которую поднимает профессор Мессерат, касается даже не только ведь древних источников, а в части чудесных снов, мы находимся, в принципе, ничуть не в лучшей ситуации, нежели Геродот. Вот если вы помните, известная война в заливе в 92 году официально закончилась после того, как Саддам Хусейн увидел сон, где пророк Мухаммед, в общем, потребовал завершения войны. И это была совершенно официальная формировка окончания войны. Haben wir jetzt mehr
mehr Mittel, um Lüge von Wahrheit zu unterscheiden? Nicht unbedingt. Vielleicht doch, ich habe in meiner Einleitung zu meinem langen, zu langen Vortrag etwas ausgelassen. Vielleicht kennen einige von Ihnen den amerikanischen Film Wag the Dog. Da lässt ein amerikanischer Präsident einen Krieg fingieren. Дать новость о войне, которая на самом деле, то есть они симулируют войну. Wieder, о войне, которая на самом деле не существует. Wiedergewählt zu werden. И делаете это для того, чтобы победить на выборах. Und das ist dann so erfolgreich gut gemacht, dass man das wirklich nicht, also dass man diese fingierten Berichte nicht von echten Berichten unterscheiden kann. Und in vielem sind wir also nicht weiter als Herodot. Wir haben auch heute noch nicht unbedingt verlässliche Kriterien, um das unterscheiden zu können. Das möchte ich dazu sagen. Vielen Dank.